Hallo du dir selber, ich grüße euch. Ja, wir haben diese Band, haben wir ja einfach beplankt und die habe ich aber jetzt im Laufe der Zeit doppelt beplankt und deswegen beplanken wir diese jetzt doppelt, ist ja egal welche. Also wie gesagt, die ist auch einmal beplankt worden. Es ist keine Kreuzfuge vorhanden, das seht ihr. Es sind alles also T-Fugen, das ist erlaubt. Kreuzfugen sind nicht erlaubt und mit der zweiten Lage müssen wir halt jetzt diese ganzen Fugen überbrücken, so dass da nichts reißen kann oder sollte. Das gibt dann nochmal zusätzliche Stabilität und deswegen muss die zweite Lage halt komplett überdecken. Ja, was gibt's jetzt zu sagen? An dieser Wand hat sich der Helfer des Bauherrn vertan. Normalerweise habe ich gesagt, dass 25 mm Luft unten bleiben soll, so dass die Platte aufgestellt wird und unten sind 25 mm Luft, also mit zweimal GKB-Streifen einfach unten drunter. Hier ist es jetzt aber so, dass drei GKB-Streifen drunter kommen. Die haben sich irgendwie vermessen, aber das ist absolut nicht schlimm. Nach unten kann ruhig mehr Luft bleiben, weil hier kommen jetzt 20 cm Bodenaufbau rein und das heißt, das verschwindet unten alles komplett. Die Lattung war ja so aufgebaut, dass wir unten Luft lassen zum Boden. Das waren hier 6 cm, war die Unterkante der Latte, die erste unten. Und dann von den Stücken, die wir auf dem Boden legen, alle 50 cm dann eine Querlatte. Die wurde dann mit dem Laser einmal angezeichnet und dann verschraubt, also die Installationsebene. Und wenn ihr dann die 50 cm am besten wirklich mit dem Laser genau einhaltet, dann kann nichts schief gehen. Also dann klappt das auch wie am Schnürchen, so dass ihr die zweite Lage auch super drauf kriegt. Dann braucht ihr eigentlich noch nicht mal solche Striche zu malen. Ich habe die jetzt hier gemacht, damit ich auch hundertprozentig die Latte treffe, damit ich nicht in irgendwelche Kabel reinkommen, aber das habe ich euch ja da schon erklärt auf der Seite. Ja, und ich würde sagen, wir beplanken jetzt mal hier die Wand und dann wird das Ganze langsam wohnlicher. Um jetzt den Versatz hinzukriegen, hier haben wir eine 2 Meter Platte, hier habe ich einen Meter genommen und wir können jetzt, ich habe schon eine Platte vorgeschnitten auf 1,50 Meter, so dass wir halt diesen Schlitz, diese Kante überbrückt haben und dazu kommen wir dann später, wenn wir eine andere draufsetzen, ist die auch überbrückt. Schrauben würde ich euch vorschlagen mit 45 mm grob bei einer Holzlattung, wie jetzt hier die Installationsebene. Man könnte es auch mit 35er machen, aber 35er ist ein bisschen knapp, weil zweimal 1,25 sind 2,5 und 3,5 ist ein bisschen knapp. Also ich habe jetzt hier 45er Schrauben, so dass das Ganze auch tief genug ist, dass da nichts passieren kann. Dann habe ich, wie gesagt, eine 1,50 Meter Platte jetzt vorgeschnitten. Setze die einfach hier unten auf meine Abstandshalter. Gucke ungefähr, dass ich das ein bisschen vermittelt kriege, dass hier eine Platte drüber geht, dass hier natürlich eine Platte drüber geht und dass hier überdeckt ist. Und ihr seht, also die Platte überdeckt jetzt komplett die ganzen Fugen. Dann ist es wichtig, dass ihr euch eine Wasserwaage dazu nehmt, die dann draufhalten oder an der Seite könnt ihr auch und dann wirklich gucken, weil wenn ihr die Lattung richtig hundertprozentig oder 99%ig in Waage gesetzt habt, muss die Platte natürlich auch in Waage sein, ganz logisch. Also Wasserwaage unwahrscheinlich wichtig. Dann nehmen wir uns den Schrauber. Ich setze die Platte jetzt genau in Waage. Gleich können wir auch noch mal das Lot überprüfen.
Und die erste Platte ist natürlich die wichtigste. Wenn die nicht im Lot ist oder in Waage ist, dann ist alles schief. Setz mal ein paar Schrauben, gucke dann, hundertprozentig. Ja, man sagt immer 100, aber 99 reicht. So, jetzt haben wir die erste schon soweit hier montiert. Es ist überdeckt, das ist halt sehr wichtig, da müsst ihr euch auch dran halten. Nicht, dass ihr eine Platte genau hier auf die Kante setzt, das reißt, definitiv. So, und jetzt schrauben wir einfach hier die ganzen Schrauben rein. Abstand zwischen 10 und 15 cm. Der Abstand der Schrauben ist auch von Hersteller zu Hersteller verschieden. Die Überlappung jetzt, also die Überlappung zu den Platten. Da müsst ihr wirklich bei dem Hersteller der Platten nachgucken, was die empfehlen oder vorschreiben. Manchmal ist es 40 cm, manchmal ist es 50 cm der Versatz, wie das überlappen muss. Da müsst ihr euch schlau machen. Dann habe ich immer noch einen Handschraubenzieher mit in der Tasche drin. Wenn man mit so einem Schnellbauschrauber schraubt, dann kann es mal sein, dass irgendeine Schraube nicht ganz drin ist. Wenn das der Fall ist, mit dem Handschrauber kurz nachschrauben. Aber das macht bitte auch besser direkt, weil wenn ihr spachtelt und ihr habt die Schrauben nicht ganz versenkt und jedes Mal klack, 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 dann werdet ihr wahnsinnig. Also die Schrauben müssen schon versenkt sein und das ist dann am besten. Hier mache ich aber jetzt auch wieder meine Striche mit der Wasserwaage. Wie gesagt, das muss nicht genau sein, das muss nicht genau in Waage sein, aber Hauptsache, man trifft die Latte, weil ich hier wirklich kein Kabel treffen möchte. Also wie gesagt, normalerweise brauche ich es nicht, aber hier mache ich es. Wie gesagt, die muss nicht hundertprozentig jetzt Mitte Latte sein, ist klar. Die muss halt nur, das muss halt nur so sein, unten ist sowieso klar. Das muss halt nur so sein, dass man die Latte trifft. Dann nehme ich mir wieder mein Schäuberchen. Ja, manchmal hört sich das so an, wenn man die Schraube nicht hundertprozentig trifft. Oder der Bit. Manchmal nehme ich auch gerne zwei Hände für den Schrauber zu halten. Dann habe ich gleichzeitig eine Führung. Aber das geht natürlich mit dem auch ganz leicht alleine. Aber so habe ich dann noch eine Führung. So, jetzt seht ihr, Platte ist fest. Jetzt mach ich es eigentlich so, da war der Holper drin, dass ich mir direkt eine daneben mache. Also nicht jetzt hier drüber, sondern hier eine 2 Meter drauf. Die geht dann bis hier oben. Dann ist das überbrückt alles und habe direkt für die Platte hier einen Anschlag. Ich messe das mal. Einmal unten messen. Ich schreibe mir das Maß dann immer auf die Platte. Einmal hier messen. Ich habe jetzt unten 82 und oben 81,8. Das heißt, wegen den 2 mm mache ich jetzt keinen Aufwand. Schneide die auf 81,8 und dann setzen wir die auch ein. Ich hoffe, die Kamera steht so einigermaßen gut, dass ihr auch alles mitbekommt. Da habe ich jetzt auf die 81,8 geschnitten. Ich würde euch auch raten, sehr genau zu schneiden und sehr genau zu messen, damit ihr natürlich nachher hier an der Wand nicht viel Luft habt oder auch hier nicht zu viel Luft. Wenn hier so 2-3 Millimeterchen sind, das kann man natürlich wegspachteln, ist klar.
Aber ihr wisst auch aus meinen Videos oder auch aus meinem Hinweisvideo, dass ich kein Band in die Ecken spachtel, weder an Decke noch an den Wänden in den Ecken, weil ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Band in der Ecke. Ob ihr das macht, ist eure Entscheidung. Ihr könnt das machen. Große Firmen raten auch dazu. Ich nicht. Aber das ist eine Sache, die müsst ihr wirklich für euch selber entscheiden, ob ihr ein Band in der Ecke einspachtelt von Rigips zu Rigips oder das mit Acryl oder Hybriddichtstoff ausspritzt. Also ich bin definitiv für Acryl und für Hybriddichtstoff. Aber wie gesagt, das ist ein komplexes Thema. Ich habe da auch schon mal Videos zu gemacht. Wenn das reißt und sich verschiebt, das Band, dann habt ihr Wellen. Und damit ist keinem geholfen, wenn ihr eine Acrylnaht spritzt oder eine Hybridnaht und ihr seht, das reißt, dann könnt ihr das aufschneiden, nochmal drüber spritzen, nachstreichen, fertig. Und das geht mit dem Band nicht so einfach. Aber das ist so eine Sache, da könnte man noch Stunden diskutieren. Dann natürlich auch nochmal zusätzlich gesagt, also ihr fangt auch nicht mit der Vario, das heißt mit der abgerundeten Kante, irgendwo in der Ecke an. Also definitiv nein, weder an Decken noch an Wänden, weil ihr müsst ja sonst diese abgerundete Kante spachteln und dann macht ihr praktisch die Verbindung zu mit Spachtel und das reißt, definitiv. Oder ihr müsstet vorher halt einen Trennfix mit einarbeiten, dann könnt ihr spachteln in der Ecke, aber indem ihr genau messt und mit einer scharfen, abgeschnittenen Kante anfangt in der Ecke, passiert das nicht. So, dann mit dem Soformhobel die Kante natürlich einmal sauber machen. Da kommt auch immer eine ganze Menge runter. Dann können wir gucken, ob die Platte passt. Wäre ja schön, wenn sie es tut. Und ihr seht, also wirklich, also ohne Übertreibung, passt perfekt. Ich gehe jetzt auch mit euch mal da dran, wie das dann aussehen soll oder kann. Aber es wäre schon toll, wenn ihr das so hinkriegt. Guckt mal, hier. Also die Platte ist jetzt so dicht da reingeschnitten, dass sie wirklich keinen Spachtel benötigt. Genauso hier die Kante. Auch komplett dicht. Und das kommt halt nur, oder kann man halt nur machen, wenn man genau misst und schneidet. Es gibt viele Trockenbauer, die schneiden die Platte so mit dem Zollstock. Na, einfach so halten und dann hier so mit dem Zollstock. Und das kriegt ihr nicht genau hin. Und das sind genau die Trockenbauer, die dann solche Ecken überall zuspachteln und wo dann alles reißt. Legt euch die Platten übereinander, so wie ich das hier gemacht habe. Zollstock sollte natürlich noch ablesbar sein. Genau messen und dann sieht es so aus. Und nicht da irgendwie mit einem Zollstock rumjonglieren und abschneiden. Das könnt ihr wirklich vergessen. So, ihr seht, die können wir jetzt auch verschrauben. Dann haben wir die auch drin. Ich hefte die jetzt nur, weil das müsst ihr wirklich nicht alles mit angucken. Und dann gehen wir auch schon an die nächste Platte. Hier oben habe ich jetzt eine Schattenfuge. Ich muss ja hinter die Schattenfuge laufen, damit die Schattenfugenplatte, die oben quer kommt, natürlich auch mit der Wandplatte abdichtet. Also ich habe jetzt hier bis unter die Latte 1,18 Meter. Mache die jetzt einfach einen Zentimeter länger auf 1,19 Meter. Die schneide ich jetzt, setzen wir rein und dann wieder gut. Die
Meter 19 habe ich jetzt auch geschnitten. Die hobel ich oben noch nicht mal. Die kann so bleiben, weil die verschwindet hier oben in der Decke drin. Und ihr seht jetzt dadurch, dass ich die Platte länger oder beziehungsweise die vollgelassen habe auf 2 Meter, habe ich jetzt hier genau meinen rechten Winkel. Kann jetzt die Platte einfach hier rein. Zack. Bündig. Und ihr seht, die passt jetzt hundertprozentig hier an der Kante. Ich muss gar nicht mehr gucken, weil die ja hier an der anliegt. Und die liegt ja auch an der an. Also kann ich einfach jetzt hier verschrauben. Verschrauben, wieder anzeichnen. Dann ist die nächste auch fertig. Hier jetzt genauso. Aber machen wir zusammen. Ich will euch das richtig zeigen. Deswegen dauern meine Videos ja auch so lange, weil ich alles doppelt erkläre. Ne, ihr seht jetzt schon, also der Versatz ist überall gegeben. Hier haben wir 50 cm Versatz. Optimal. Da reißt nichts. Und so funktioniert es auch. Gut. Ich messe die nächste Platte. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier die. Die hat also dann 1,50 Meter, 0,50 Meter, 1,50 Meter, 2 Meter. Also die kann ich blind auf 1 Meter schneiden, brauche ich noch nicht mal zu messen, weil die Lattung so eingeteilt wurde. Ja, und ihr solltet ja auch gucken, dass ihr Reste verarbeitet, sonst habt ihr wirklich verdammt viel Müll. In einem Fertighaus hat man viel Verschnitt. Jetzt hier an so einer Situation mit der Querlattung, die wir selber draufgeschraubt haben, nicht. Das ist praktisch wie an einer Decke oder Ständerwerk, kann man so ungefähr vergleichen. Aber man muss halt immer auf diese 50 kommen. Das heißt, wenn wir ein Reststück haben von 40, können wir in die Tonne kloppen. Passt nicht. Deswegen muss man vorher schon gucken, wie hat man am wenigsten Verschnitt. Hier zum Beispiel jetzt für das Meterstück habe ich jetzt eine 1,25er Streifen, der halt breit genug war, da halt 25 cm abgeschnitten. Das heißt, der passt jetzt hier rein. Wenn ihr das dann an dem Fenster, so wie ich das jetzt hier habe, beplankt, dann lasst ihr die Platte ungefähr, wenn es geht, 5 cm länger. Also ich sage es auch nochmal in Maßen. Hier habe ich jetzt genau bis zur Kante 40 cm. Lasse die jetzt dann aber 45 cm. Weil wenn die geschraubt ist, können wir einfach dahinter mit dem Messer lang gehen, mit dem Cuttermesser, können die Ecke abbrechen und schneiden. Warte, jetzt zähle ich, das machen wir jetzt mal schnell. So, das heißt, durch das Reden hat man immer einen trockenen Mund und ist auch außer Atem. So, gucken, dass die schön dicht bündig abschließt. So, ich gucke mit Auge. So, wenn die dann verschraubt ist, ist jetzt nur halb verschraubt. Jetzt hier hinter dann mit dem Messer an der Platte lang oder an der Latte oder was ihr dann da auch habt. Einmal abknicken, einmal lang schneiden, fertig. Das ist zwar jetzt dann Abfall, aber wir haben hier schon eine saubere, gute Kante. Ganz sauber ist sie natürlich, wenn wir da nochmal drüber hobeln. Nehmen wir Formhobel. Zack. Jetzt haben wir unsere Laibung vom Fenster vorbereitet. Hier kommen nachher Platten drauf und dann ist es fertig. So, jetzt können wir die nächste Platte machen, wo jetzt hier auch schon wieder so eine Situation ist. Wenn ich jetzt hier 1,25 Meter eine Platte drauf machen würde, bis oben hin, ist dieses ganze Teil noch drin. Da kommen wir gar nicht mehr dran. Weder zum Abschneiden mit dem Arm noch sonst irgendwas. Man muss aber gucken, dass diese Ecke überbrückt wird.
Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Streifen draufschrauben würde, von diesen 40 bis oben hin, ist hier an der Ecke genau eine Fuge. Und das ist in Ecken immer schlecht. Das ist auch an normalen Zimmertüren, beim Ständerwerk, alles gleich. Deswegen messen wir jetzt hier. Wir haben ja 40. Ich mache jetzt eine Platte auf 55. Dann haben wir 10 cm überbrückt, diesen Riss. 10 cm ist nicht viel, aber schon eine ganze Menge, so dass es nicht reißen kann. Das mache ich jetzt mal. Ich habe hier ein Maß von 1,68 m, also mache ich 1,69 m. Hier habe ich gesagt, mache ich eine Platte. Ihr könnt gucken, wenn ihr einen Rest habt oder so, ob der 60 ist oder 70. Aber ich mache ihn jetzt hier mal, ich mache ihn auf 60. Auf 60. So, dann müsst ihr halt gucken, ob ihr irgendwo einen Rest habt. Oder halt dann eine aus einer Platte schneiden. Die Platte habe ich wieder vorbereitet. Ich hatte jetzt wirklich noch einen Rest von 58, also nicht die 60, sondern 58. Dafür kann man die natürlich super nehmen. Ich setze die da wieder rein, setze auf, gucke, dass wirklich alles bündig ist, also beziehungsweise geschlossen ist, die ganzen Fugen. Mach mir erstmal Schrauben, wo ich sicher bin, dass auch wirklich versenkt werden können oder dass ich die Latte treffe. Und denkt bitte dran, vorher Striche zu machen, wo eure Lattung ist. Falls die nicht genau stimmen sollte, dass ihr wirklich verbinden könnt und die auch trefft. Das ist bei der Doppelbeplankung immer so eine Sache. Bei der ersten Beplankung geht das natürlich gut. Da sieht man die Lattung. Aber bei einer Doppelbeplankung sieht man es nicht mehr. Was ja logisch ist. So. Setze ich hier auch noch eine. Seht ihr? Und diese Ecke haben wir jetzt schön überbrückt, so dass nach oben hin nichts mehr reißen kann. Und das ist halt wirklich sehr wichtig. So, wie gesagt, ich schraube die gleich erst fertig. Ich suche jetzt mal meinen Stichling. Wo ist der denn? Da ist er. Sieht man das überhaupt? Ja. So, ihr seht jetzt oben, jetzt schneide ich natürlich mit dem Stichling. Das ist ja dieses Teil hier, also für einen Trockenbauer unverzichtbar. Den braucht man so oft. Schneide ich jetzt oben ein. Ich kann ja gucken, wo die Lattung ist, die ihr vorher gemacht habt oder die halt hier der Bauherr gemacht hat. Schneide ein. Bis zum Holz oder bis zur ersten Beplankung. Jetzt sagen wahrscheinlich wieder viele, ich mach das immer mit der Stichsäge. Klar, es gibt tausend Möglichkeiten, womit man es machen kann. Ich mach's mit dem Stichling und dann ist gut. So, dahinter schneide ich wieder ab. Halt, wie gesagt, so ist das wirklich eine tolle Sache. Zack, fertig. Jetzt geht man hier wieder mit dem Sofomhobel einmal lang. Und das auch solche Sachen immer direkt machen. Nicht, ach ja, mache ich später. Macht direkt immer die Kanten sauber, weil ihr vergesst es sowieso. Dann habt ihr irgendwie tausend Ecken, so eine scheiß Kante, Entschuldigung, vergisst man dann. Dann kommt die Beplankung drauf und die Platte steht nicht richtig oder wird nicht richtig dran gedrückt. Und dann müsst ihr nochmal losmachen, die Kante ist gebrochen und all sowas. Also direkt immer machen und dann ist gut. Ja, ihr seht, jetzt ist die Ecke genau überbrückt. Und das ist so genau richtig, dass nichts passieren kann. Ich gehe jetzt nochmal mit euch da dran.
dass ihr das nochmal aus der Nähe seht, wie das aussieht. So, ihr seht, hier ist die alte Beplankung und wir haben jetzt hier mit dem Stück das alles überbrückt. Würde ich jetzt hier hochlaufen, gerade, reißt uns hundertprozentig diese Kante. Und so können wir das dann überbrücken. Ja, ihr seht auch hier, Kanten sind alle dicht. Und das kommt halt auch, wenn man die erste Platte halt richtig setzt, so wie ich das eben gesagt habe. Die erste Platte setzen, die längere daneben und ihr habt ihr genau hier den rechten Winkel, setzt die Platte auf und dann könnt ihr einfach so weiterlaufen. Ja, wie gesagt, die muss jetzt auch noch fertig verschraubt werden. Ich mache hier auch noch eine Schraube rein. So. Dann kann ich auch schon die nächsten Schrauben nehmen. Hier mache ich das jetzt genauso auf der Seite. Nur damit ihr wisst, was ich hier mache. Also hier jetzt auch 1 Meter oder 1,50 Meter können wir hier machen. Und dann können wir theoretisch hier ein ganzes Stück reinsetzen und haben diese Ecke komplett überbrückt. Ich glaube, das machen wir auch. Dann kann ich hier hochschneiden. Oder ich gucke, was ich für einen Rest habe. Ich gucke erst, was ich für einen Rest habe, dass ich den Rest verarbeitet kriege oder die Reste. Und dann können wir da nachher noch ein Stück reinsetzen. Und dann sind wir ja schon fertig hiermit. Also ich habe jetzt hier noch ein Reststück Platte gefunden. Ist zwar ein großer Rest, aber ist halt schon eine geschnittene Platte. Hier habe ich jetzt wieder meine scharfe Kante ohne die Vario-Kante. Die kommt natürlich wieder an die Wand. Und ihr könnt natürlich auch oben zuerst ansetzen, anstatt zuerst auf den Boden. Also das geht natürlich auch. Da müsst ihr halt nur messen bis Mitte Latte, was ihr euch ja vorher angezeigt habt. Und dann setzen wir die einfach hoch. So, ich gehe wieder runter bis auf meine Linie, die ich mir vorher gemacht habe. So. Und dann hängt die auch schon. So, die wird jetzt wieder verschraubt, oben wieder eingeschnitten mit dem Stichling und wir haben die Ecke wieder super überbrückt und da oben noch das Stück rein. So, ich schraube jetzt mal. Ganz oben muss ich später verschrauben mit dem Akkuschrauber. Ein bisschen schräg hoch, weil ich halt hier eine indirekte Beleuchtung habe. Das heißt, hier hinten verspringt es nochmal. Hier die Decke ist tiefer, sodass da eine indirekte Beleuchtung reingemacht werden kann, ein LED-Band. Deswegen komme ich jetzt mit dem Schrauber so gerade nicht auf die Latte und muss hier nachher noch hochschrauben. Und dann kriege ich das auch hin. So, ich schraube noch ein bisschen. So, so, nimm jetzt wieder meinen Stichling. Man kann sich dann auch hier einen Schnitt machen, hier oben, und dann mit der Wasserwaage rüberzeichnen. Dann hat man schon mal von vorne ungefähr die Richtung, falls man nicht so sicher ist, dass man gerade schneiden kann. Also ich bleibe jetzt genau unter dem Rollladenkasten. Drückt die Säge ein bisschen hoch, so dass ich merke, da ist Widerstand. Und schneide dann ein bisschen die Leibung rein. So. Und wenn ich schon hier stehe, kann ich mir auch direkt das nächste Stück einmessen. Habe ich hier 68,5, schreibt mir das hier wieder drauf. Und die Tiefe, ich lasse natürlich direkt wieder ein bisschen tiefer, damit ich das nachher hier hinter abschneiden kann. Falls das ein bisschen schief läuft, habe ich trotzdem noch einen geraden Abschnitt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So, jetzt schneide ich dahinter wieder ab.
Jetzt komme ich nämlich auch noch dran. Und wenn die Platte zu weit rüberragt, komme ich natürlich nicht mehr dran. Logisch. Einmal abknicken. Und das Stück können wir dann immer noch nicht sowas wegschmeißen, auf keinen Fall. Das kann man hier nachher dann zum Beispiel noch hier für die Fensterleibung nehmen. Ich glaube, die Fensterleibung, die machen wir auch noch zusammen, weil da gibt es nämlich eigentlich immer in den Fertighäusern ein Problem. Aber dazu dann gleich mehr. Weil hier in den Ecken ist meistens immer Klebstoff oder Schaum oder sonst irgendwas. Das heißt, wir müssen da natürlich auch dann eine Doppelbeplankung machen, damit wir das überbrückt kriegen. Sonst kriegen wir das nicht dicht. So, hier drunter habe ich jetzt noch ein Stück. Messe ich dann auch direkt ein. Lass auch unten wieder diesen Abstand, den wir überall haben. Ist klar, muss ein Meter sein. Lass hier auch wieder ein bisschen länger. 1 Meter mal 70. Kommt, wenn wir schon dabei sind, könnt ihr auch zugucken, wie ich einmal so eine Platte schneide. Wie gesagt, ich schneide alle Platten, wenn sie liegen. Hier habe ich jetzt wieder einen Rest stehen. Messe mir jetzt hier den, na, da komme ich aber noch dran, die hat jetzt anstatt 70, hat die 80, ist egal, lassen wir. Und hier schneide ich die jetzt auf 1 Meter. Na, da muss man auch immer überlegen, wie man die schneidet. Weil ich war jetzt auch im Überlegen, weil ich habe jetzt hier die Variokante, die soll nach oben, das ist direkt schon unsere Spachtelkante. Hier ist die abgeschnittene Kante, die ist also schon gerade. Und hier habe ich die Kante, die maschinelle Kante, die 45 Grad abgeschrägt ist. Wenn ich die jetzt an die Wand machen würde, müsste ich diese Kante spachteln. Deswegen habe ich jetzt überlegt. Hat was länger gedauert, ja. Naja, aber selbst ich muss immer noch überlegen, dass ich mich nicht vertue. Das läuft nicht alles aus dem FF, so nach dem Motto, ja, man macht ja nichts anderes. Aber, naja, es ist halt so. Jeder muss überlegen in seinem Job. Und wie gesagt, ich nehme auch immer die flachen, die Wasserwaagen hier. Das ist eine normale Wasserwaage, 10 cm und dann hat die 1,5 ist die dick, weil ich kann mit der Hand beim Schneiden ein ganzes Stück wegbleiben, weil mit den hohen Wasserwaagen, erstens muss ich dann das Messer ein bisschen anschrägen, damit ich an der Wasserwaage vorbeikomme und bei der kann ich gerade aufsetzen und schneiden und meine Hand ist auch direkt von der Schnittfläche ein bisschen weg. Das nur mal so am Rand. Und sie verbiegen sich nicht. Wenn man irgendwo die Wasserwaage ansetzt, dann kann man die normalen Wasserwaagen, die man so kennt, kann man alle durchbiegen. Und die kriegt man nicht gebogen, weil die halt 10 cm hat. So, hier hobel ich jetzt auch direkt meine Wandanschlusskante schön sauber. Dann drehe ich die Kamera wieder. So. Ja, wunderbar. Setze die Platte hier ein. Und wie gesagt, dann ist es egal, ob ihr dann unten einen Zentimeter mehr oder weniger habt. Die kann ich jetzt ein bisschen hoch ziehen. So. Jetzt schneide ich die direkt dahinter ab.
Snick. Und weg. Auch wieder direkt mit dem Hobel einmal drüber, dass man direkt schon den nächsten Arbeitsschritt dann hier machen kann. So, ich schraube die jetzt hier fertig. Die eine Platte da oben, die schneide ich jetzt gleich. Die Platte ist jetzt auch vorgefertigt. Hier unten habe ich jetzt ca. 5 cm Überstand. Man kann sie auch bündig hochschieben oder man kann sie auch bündig schneiden. Aber ich mache es lieber so, dann kann man sie besser anpassen. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Das habe ich auch im Spachtelvideo schon gesagt, von der Wand, wenn ihr das gesehen habt. Hier stoßen jetzt zwei stumpfe Kanten gegeneinander. Und wenn man dann hier dran ist, kann man die auch direkt schon reinschneiden auf 45 Grad. Wie gesagt, ist auch jedem selber überlassen. Aber es vorher macht oder so wie ich es später. Weil es ist auch ärgerlich, wenn man das vergisst. Und man ist am Spachteln, man achtet nicht drauf, dann ist zugespachtelt und dann ist der Spachtel, hat dann keine richtige Verbindung durch die 45 Grad, durch das V, was hier entstanden ist. Und das ist dann nicht so gut. So, jetzt können wir oben den Überstand auch abschneiden. Dann kriegt man meistens immer ein bisschen Staub ab, aber das macht nichts. Bei welcher Arbeit, na, ist der nicht richtig durchgeschnitten? So, ja, bei welcher Arbeit staubt es nicht? Dann auch direkt hier mit dem Hobel drüber. Das ist sehr wichtig, dass ihr das macht. Die Fläche ist jetzt soweit fast zu. Da oben fehlt noch ein Stück. Das messe ich jetzt auch noch ein. Dann schrauben wir das fest und dann gehen wir an die Laibung, wie ihr am besten da vorgeht. Die letzte Platte ist auch geschnitten. Passt überall. Und nicht, dass ihr denkt, ich bin vorher am Gucken, bevor ich die Kamera anmache, passt das oder passt das nicht. Also ist wirklich geschnitten, Kamera an, hier hoch und rein. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ist aber so. Ja. Der Schrauber hört sich immer so an, als wenn er aus dem letzten Loch pfeift oder als wenn der Akku leer wäre. Aber das ist bei dem Schrauber so. Der hat nicht dieses laute Blup, Drehen vom Motor. Ja, Leute, die Wand ist zu, noch nicht fertig verschraubt. Mache ich gleich. Wie gesagt, Schraubabstände zwischen 10 und 15 cm. Kommt auch immer drauf an, was ihr für einen Anbieter habt, der das... was das für Platten sind. Da müsst ihr dann auf der Homepage gucken bei denen, was die für einen Lochabstand, Schraubabstand vorschreiben. Ich tue euch noch mal ein Stück nach hinten. So. Ich habe mir gerade überlegt, dass es das auch mit der Wand jetzt gewesen sein soll. Ich mache jetzt gleich noch direkt im Anschluss sofort ein separates Video von den Fensterleibungen in Fertighäusern, wie man die am besten beplankt, was am logischsten ist für mich, wahrscheinlich für andere auch, aber so ist es dann am besten. Das mache ich jetzt direkt im Anschluss.
Das ist jetzt zum Thema Wandbeplankung im Fertighaus. Wie gesagt, ich schraube die noch komplett fertig und besser kann man es nicht machen. Es ist alles überlappt. Ihr wisst jetzt, worauf es ankommt, worauf ihr achten müsst, dass euch nicht alles wegreißt. Wie gesagt, in den Ecken, ich spritze Acryl oder Hybriddichtstoff. Wer Bandspachteln möchte, Kurtband oder so, kann das machen. Ich mach's nicht. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram. Alles klar. Bis dann, euer Dirk. Tschö, bleibt gesund.